Willkommen bei meinem YouTube-Kanal Liebe mit gefüllten Reifen. Heute geht es weiter mit dem 16. Türchen für den 16. Dezember. Und was finden wir in diesem Türchen? Wieder eine Eigenschaft Gottes. Und zwar, Gott ist die absolute Wahrheit. Jeder, der nach Wahrheit sucht und sich nach der Wahrheit sehnt, sucht eigentlich nach Gott, ob bewusst oder unbewusst. Diejenigen, die die Evangelien gelesen haben, werden es wissen. Jesus hat sich selbst als der Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet. Mit anderen Worten, er ist die Wahrheit. Er ist die absolute Wahrheit. In ihm ist keine Lüge und keine Falschheit. Das heißt, immer wenn wir ein Bild von Gott haben, dass er lügt oder nicht die Wahrheit spricht oder Falschheit bringt, dann haben wir nicht das richtige Bild von Gott. Dann kann es sein, dass wir uns einfach ein falsches Bild von ihm gemacht haben, das mit der Realität gar nicht zusammenkommt. Und immer dann, wenn wir in dem Sinne, dass wir natürlich dazu berufen sind, als ebenbildlich Bild Gottes, selbst ein Lichtstrahl dieser Wahrheit zu sein, bedeutet es auch, dass immer wenn wir uns von dieser Wahrheit entfernen, von dem, was wir entdeckt haben, dann entfernen wir uns und trennen wir uns auch von Gott. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass wir schauen, dass wir die Wahrheit sagen. Es gibt unterschiedliche Situationen. Man kann jetzt natürlich diese schwierigen Beispiele immer gerne hernehmen, in denen es nicht so einfach ist, zu sagen, okay, was ist da jetzt wirklich wahr? Aber ich glaube, es ist schon ein guter Anfang, wenn jeder in dem Moment, wo er weiß, dass er jetzt etwas sagt, was nicht wirklich wahr ist oder zumindest die Wahrheit etwas verschleiert, beschönigt oder auch schlimmer macht, als sie ist, dann wäre es schon, glaube ich, ein Anfang, wenn wir einfach mal damit aufhören würden. Und dann finden wir schon den Weg immer mehr in die Wahrheit hinein. Und die Wahrheit ist Gott selbst. Darum ein Aufruf an euch und auch an mich selbst. Soweit es uns bewusst ist und wir es können, die Wahrheit zu sprechen und zu sagen, um so in der Einheit mit Gott zu sein. So viel zum heutigen 16. Türchen. Bis morgen.